Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Grundlagenvideo. Heute soll es mal darum gehen, wie ich meinen Reifen am Mountainbike wechsle. Das war eine häufig gestellte Frage auf Instagram, das haben mir viele von euch geschrieben und ich möchte euch das heute zeigen und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Allererstes, was ihr tun müsst, erstmal euer Vorderrad rausbauen. Ganz klar. Da müsst ihr drauf schauen, was ihr verbaut habt, ob Steckachse oder Schnellspanner. Ich muss bei mir hier zwei Schrauben lösen und diese herausschrauben. Zack und zack. Ziehe hier meine Steckachse und habe damit das Rad schon draußen und kann jetzt beginnen, den Reifen zu wechseln. Warum solltet ihr euren Reifen überhaupt wechseln? Ganz klar, der Reifen ist runtergefahren, ihr habt kein Profil mehr drauf, ihr habt keinen Grip, ihr rutscht in den Kurven ständig weg. Das sind solche Indizien, dass ihr den Reifen wechseln solltet. Oder ihr habt ständig Platten und wisst nicht genau, woher der Platten kommt. Das kann auch sein, dass der Mantel im Innenraum des Mantels irgendein Defekt aufgetreten ist. Zum Beispiel steckt da noch ein Dorn oder irgendwas drin, was euren Schlauch ständig zerwirrt. Und deshalb solltet ihr euren Mantel wechseln. Als allererstes, falls die Luft noch nicht runter ist, lasst ihr eure restliche Luft über das Ventil herunter. Drückt hier einfach auf diesen Ventilknopf drauf, bis keine Luft mehr im Schlauch bzw. Reifen drin ist. Danach dreht ihr den Reifen rum, so dass das Ventil unten sitzt und ihr hier oben nichts mehr habt, wenn keine Luft mehr im System ist, also im Schlauch oder Reifen. Dann drückt ihr einfach den Reifen so nach vorne, zieht ihn zu euch nach vorne und drückt ihn damit aus dem Felgenbett heraus. Das macht ihr rundherum, bis hier alles raus ist. Das sieht dann so aus. Ich fahre tubeless, deswegen so müsst ihr den Reifen da rausdrücken. Dann dreht ihr ihn um und macht dasselbe einfach auf der anderen Seite. Zack, rausziehen, so dass der Reifen aus dem Felgenbett herausrutscht. Drückt den einfach so nach hinten, zack, dreht weiter, zack, dass der Reifen aus diesem Felgenbett herausgedrückt wird. Das macht ihr rundherum, bis der ganze Reifen ringsrum aus dem Felgenbett heraus ist. Nächstes nehmt ihr euch so einen Reifenheber hier. Die kosten wenig Geld und sind wirklich ein schönes Werkzeug für die ganze Geschichte. Erleichtern euch einiges. Wenn ihr euren Reifenheber habt, zieht ihr den Reifen so ein Stückchen nach hinten, dass hier vorne diese Kante hochkommt. Geht mit dem Reifenheber unter diese Kante und drückt den Reifenheber so drüber und hängt diesen Reifenheber dann, der hat hier zwei solche Kanten meiner, und hängt diesen hier unten in die Speiche ein. Als nächstes geht ihr ein Stückchen weiter daneben mit einem zweiten Reifenheber. Geht dabei auch wieder unter die Kante. Zack, hebelt es raus. Und jetzt könnt ihr probieren, wenn ihr es rausgehebelt habt, den müsst ihr nicht einhaken, könnt ihr probieren, einfach hier an der Felge lang zu ziehen. Zack, so nach vorne. Dabei kommt schon der Reifen weiter raus. Falls das nicht gehen sollte, spannt einfach weiter drüben nochmal ein und klappt es da auch nochmal, zack, raus. Ihr seht, der Reifen kommt immer weiter aus der Felge heraus. Und das sollte jetzt aber genügen, um hier einfach lang zu gehen. Ihr geht einfach in dem Bereich, was ihr schon draußen habt, mit eurem Reifenheber rein und zieht diesen an der Felge entlang. Zack. Wie gesagt, nehmt ihr euren Reifenheber und zieht diesen einfach hier ringsrum um die Felge herlang und ihr seht, zack, der Reifen ist hier auf der Seite schon draußen. Achtet darauf, falls ihr Milch drin habt und tubeless fahrt, so wie ich, macht das eine Riesensauerei. Achtet darauf, dass ihr nicht alles komplett einsaut. Legt ein paar Tücher wie ich hier unter oder irgend solche Sachen, damit ihr eure Werkstatt oder den Bereich, wo ihr schraubt, nicht komplett einsaut. Dann nehmt ihr die Felge einfach nach vorne, fasst den Reifen hier so an und zieht ihn mit ein bisschen Kraft und Gewalt einfach da drüber, zack, einfach nach vorne über die Felge ziehen und ihr habt den Reifen schon unten. Falls ihr tubeless fahrt, so wie ich, empfehle ich euch, die alte Milch von der Felge zu entfernen. Nehmt am besten einfach ein Tuch und ein bisschen Bremsenreiniger oder sonstiges und streicht mal ringsrum um die Felge herum, dass die alte Milch erstmal raus ist. Wenn ihr den Reifen wechselt und runterzieht, könnt ihr gleichzeitig das Felgenband kontrollieren, ob das noch ordentlich in der Felge liegt, ob das irgendwelche Löcher hat. Das ist sehr wichtig für tubeless, dass da keine Löcher sind und das Felgenband ordentlich liegt. Falls das ist, müsst ihr das Felgenband erneuern. Falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich dazu auch mal ein Video machen soll. Falls ihr dazu Fragen habt, einfach ab unten in die Kommentare. Wie gesagt, macht die Felge schön sauber von der alten Milch. Zack, 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 zack.
Dann könnt ihr kontrollieren, warum euer Reifen defekt ist. Wenn er natürlich abgefahren ist, kein Profil mehr drauf hat, ist klar, warum ihr ihn wechseln solltet. Aber falls ihr Platten oder sonstiges habt, könnt ihr ja mal in den Mantel reinschauen, ein bisschen reinfassen an der Innenseite des Mantels, ob da irgendwas komisch ist. Bei mir ist nichts komisch. Ich habe meinen jetzt noch runtergebaut, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist der neue Reifen. Und worauf müsst ihr achten, wenn ihr einen neuen Reifen montiert? Wenn ihr dann euren neuen Reifen habt, gibt es eigentlich nur zwei Sachen, auf die ihr achten müsst. Das ist erstens die Laufradgröße, also hat der Reifen die richtige Größe zu eurem Laufrad. Und zweitens die Laufrichtung. Wenn ihr den neuen Reifen montiert, müsst ihr... Die Laufrichtung ist dafür da, dass der Reifen in die richtige Richtung rollt, wie das Fahrrad auch rollt. Das ist wichtig für das Profil, weil das Profil bei manchen Reifen schön angeschnitten ist und dass ihr dann richtigen Grip habt. Es gibt aber auch mittlerweile Reifen, denen das egal ist. Ihr schaut einfach auf den Reifen drauf, da steht dann Rotation drauf. Mit einem Pfeil in die Richtung, wo der Reifen hinlaufen soll. Als nächstes montieren wir unseren neuen bzw. alten Reifen wieder auf die Felge. Als nächstes ziehen wir wieder den neuen bzw. alten Reifen drauf. Wie gesagt, achtet auf die Laufrichtung, in welche Richtung der Reifen laufen muss. Bei mir muss er in die Richtung laufen, das heißt, er muss so rein in die Felge. Und dann setzt ihr die Felge einfach auf der ersten Seite ein, zack, zack, zack. Dann drückt ihr einfach mit den Fingern hier oben immer schöner den Reifen in das Felgenbett herein, beziehungsweise in die Felge. Falls das schwieriger geht, könnt ihr auch hier wieder einen Reifenheber nehmen, einfach nur andersrum. Klickt ihn so ein, dass die Biegung des Reifenhebers auf der Felge liegt und drückt den Reifenheber nach oben und so rutscht der Reifen mit der einen Seite in die Felge rein, bis er rundherum mit einer Seite in der Felge liegt. Dann beginnt ihr am Ventil. Da streiten sich die Geister, viele sagen, ihr sollt gegenüber anfangen vom Ventil. Ich fange immer vom Ventil aus an und dann arbeitet ihr euch ringsherum, zack, 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 und drückt mit dem Daumen die andere Seite des Reifens in die Felge hinein. Ihr seht das hier, zack, hier ist der Reifen nach draußen. Dann nehmt ihr den mit dem Daumen und drückt den einfach ringsherum rein, zack, bis da drin ist. Das macht ihr jetzt ringsherum, zack, 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 bis nicht mehr viel übrig bleibt. Dann dreht ihr den Reifen einfach rum, dass hier unten die Seite ist, wo der Reifen schon komplett in der Felge sitzt und hier oben noch offen ist. Dann drückt ihr weiter. Wenn ihr einen alten Reifen drauf zieht, kann es passieren, dass der Reifen von hier alleine schon reinrutscht, weil er schon an die Felge gewöhnt ist. Falls das nicht funktioniert, dass der von alleine hier oben reinrutscht, nehmt euch wieder einen Reifenheber zur Hilfe. Dreht diesen um, dass die Wulst wieder auf die Felge passt. Haltet mit dem einen Daumen die Seite fest, die schon drin ist, sonst rutscht diese wieder raus, wenn ihr hier nachdrückt. Also hier den Daumen drauf halten und den Reifen in die Felge drücken. Und hier geht ihr einfach mit dem Reifenheber rein und drückt diesen nach oben, so dass der Reifen in die Felge rutscht. Wird hier immer enger und drückt den einfach so nach oben, zack, rein. Und das letzte Stückchen könnt ihr reinziehen. So, Reifen ist komplett drauf. Wenn das alles erledigt ist, der Reifen richtig in der Felge drin sitzt, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, und zwar den Reifen wieder aufzupumpen, dass er sich ordentlich in das Felgenbett drückt und dicht wird. Das trifft nur beim Tubeless zu, beim Schlauch ist das ein bisschen anders. Ihr habt einfach nur den Schlauch drin und der Schlauch drückt dann den Reifen in das Felgenbett rein. Beim Tubeless wie hier ist es ein bisschen anders, aber ist auch kein Problem. Falls ihr Tubeless habt, achtet darauf beim Aufpumpen, dass das Ventil nicht unten sitzt, sondern oben, dass die Milch nach unten läuft und ihr beim Reinpumpen nicht die Milch wieder aus dem Ventil rausdrückt, weil dann verklebt euer Ventil und ihr könnt irgendwann eventuell keine Luft mehr auf euren Reifen aufpumpen. Ihr könnt die ganze Geschichte mit einer Luftpumpe machen oder bei Tubeless empfehle ich immer mit dem Kompressor. Das macht sich einfach einfacher, weil ihr mit einmal viel Luftdruck reinbekommt in den Reifen und der Reifen sich dann leichter in das Felgenbett drückt. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr den Reifen aufpumpt? Ganz einfach, der Reifen hat eine kleine Markierung. Die befindet sich hier. Die müsst ihr dann außerhalb der Felge, des Felgenrandes sehen. Dann, wenn ihr die ringsrum um den ganzen Reifen seht, beziehungsweise das Laufrad seht, dann ist der Reifen ordentlich im Felgenbett und kann nicht wieder von alleine herausrutschen. Wir pumpen jetzt unseren Reifen mal auf. Wie gesagt, ich nehme bei mir hier einen Kompressor. Zack. Den Kompressor müsste man natürlich dazu anmachen. Am Rande noch, falls ihr nicht wisst, wie ihr auf Tubeless umrüstet, schaut hier oben, dazu habe ich euch schon mal ein Video gemacht, schaut da gerne vorbei, falls euch das interessiert. Wir pumpen jetzt hier unseren Reifen einfach auf. Bam. Und ihr hört hier dieses Klacken,
Das ist das, dass der Reifen ordentlich in das Felgenbett drückt. Ihr schaut dann nochmal ringsherum nach, ob die Markierung überall zu sehen ist. Falls der Reifen ordentlich drin ist, dieses Klacken, was ihr gerade gehört habt, ist dafür da oder ist das Zeichen, dass der Reifen ordentlich in das Felgenbett gerutscht ist. Ihr könnt es dann auch gerne mal probieren, den Reifen hin und her zu bewegen. Wenn das nicht geht, ist es sehr gut, dann sitzt der Reifen ordentlich im Felgenbett. Jetzt könnt ihr den Rest von eurem Druck, den ihr fahren wollt, noch aufpumpen. Zack. Zieht dann eure Luftpumpe oder euren Kompressor ab, schließt das Ventil, Kappe drauf und könnt euer Laufrad wieder einbauen. Als nächstes könnt ihr ganz einfach eure Felge vorne oder hinten, das liegt an euch, wo ihr den Reifen wechseln wolltet, einfach wieder einsetzen. Achtet dabei drauf, dass die Scheibe ordentlich zwischen die zwei Bremsbacken passt. Zack, rutscht das da rein, nehmt eure Steckachse oder Schnellspanner, je nachdem was ihr habt, schraubt rein. Und der neue Reifen ist trocken. Wenn ihr die Felge eingebaut habt oder euer Laufrad, könnt ihr nochmal kontrollieren, ob ihr auch wirklich die richtige Laufrichtung gefunden habt. Wenn dem so ist, einwandfrei, kann es ab auf den Trail gehen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und auch weitergeholfen. Wenn dem so wäre, Like nicht vergessen, würde mich sehr darüber freuen. Und falls ihr weitere solche kleinen Tipps und Tutorials nicht verpassen wollt, hämmert den Abonnier-Button rein, bis er nicht wieder rauskommt. Würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.